Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Was ist denn jetzt los? Verwirrend. Zu einer neuen Folge von House Flipper jedenfalls. Es ist mal wieder soweit und da oben ist irgendwie noch ein rotes Icon in der Menü-App. Was ist denn da los? Ich glaube, wir müssen auch diese Tür noch erneuern. Aber dann würde ich gerne auch, und damit gehe ich auf eure Wünsche in den Kommentaren ein, würde ich gerne ein eigenes Haus bauen. Beziehungsweise, dass wir uns ein Häuschen jetzt mal zulegen. Und warte mal. Ich muss andersrum, ne, damit wir überhaupt irgendwie reinkommen. Und da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn der andere Wunsch war, mach doch mal ein doppelstöckiges Haus. Das heißt, ich würde mal gucken, was ist das günstigste Haus, das zwei Etagen hat. Und dann können wir mit diesem, jenem, welchen, können wir dann möglicherweise mal, ist das die Heizung? Können wir dann mal schauen, wie weit wir da finanziell kommen und ob wir uns da ein schönes Häuschen mal selber zulegen. Denn ich weiß gar nicht, wie das funktioniert dann, ne? Müssen wir mit dem Büro, müssen wir auch umziehen. Mein Ziel war ja, dass wir das hier dann halt verkaufen können. Nicht? War ich ja ganz schön geworden. Was ist hier denn eigentlich los? Also ist diese Tür dann immer so ein Stück davor steht, ist ja auch nicht schön. Naja. Vielleicht wäre es noch das alte Design war vom Spiel. So, wir gucken mal, was können wir uns denn leisten. Das kleinste doppelstöckige Haus. Ja. 133 Quadratmeter. So ungefähr das, was ich hier habe. Aber, na, hier zwei Etagen. Es sieht zumindest nach zwei Etagen aus. Ach, du dicke Männer. Ich glaube, es wird ein Mädchen. Aber schön, hier, guck mal, mit Garage, allem drum und dran. Das können wir eigentlich schon so lassen. Nein, wir müssen das erstmal... ja, ich glaube, es ist wichtig, erstmal einen Außenanstrich. Beziehungsweise... Ich überlege, ob ich es vertäfle. Was dafür sprechen würde, wäre... Ne, das passt zum Stil da oben dazu. Aber andererseits, mein schöner, frischer, heller Farbton hier, fällt irgendwas in Richtung Garderobe-Rot, aber das gibt's nicht, ne? Pastell-Rosé. Zitrone ist, glaube ich, ein bisschen dunkel. Aber können wir mal testen. Das geht eigentlich. Ja, oder? Sind aber nicht schwarz streichen bei dieser Hitze, denn das ist ja im Moment echt ein Problem. Gibt ja immer noch die Leute, die den Klimawandel leugnen. Natürlich gibt es auch diese komischen Wetterphänomene, aber im Moment ist es echt nicht zum Aushalten, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ob ihr in den Bergen wohnt oder am Meer vielleicht. Wir haben häufig hier so Wetterlagen, wo die Luft, ja, wirklich steht, ne? Also nichts passiert. Und das ist dann echt schon anstrengend. Ach, du Dicke. Eieiei, ich glaube, das Badezimmer bedarf auch einiger Bearbeitung. Jetzt haben wir auch direkt Dingens mitgestrichen, hier die Fensterbank. Das war jetzt nicht so ganz meine Absicht. Und hier wäre es natürlich cool, wenn dann irgendwie, sag mal in der Zukunft, da könnte man ja gucken, die haben ja dieses System auch damals noch aus der Dingens-Engine von, ja, diese Standard-Engine, die die halt benutzen, dass man da vielleicht dieses Gerüste-System auch nimmt. Ne, dass man hier ein Gerüst aufstellen kann.
Weil das hier ist ja schon, da muss ich ja schon einen ziemlichen Teleskoppinsel haben, damit ich das hier hinbekomme. Ja, und ich freue mich auch jedenfalls immer sehr über eure sehr zahlreiche Beteiligung immer zum Hausflipper und das natürlich auch Verständnis habt, wenn, sagen wir mal, eine Zeit lang keine Folgen kommen. Ich musste echt wirklich mal meine Stimme erholen. Ich habe es in diversen Videos ja schon angesprochen. Und das hier ist das erste große Staffel damit der Hausflipper nehmen. Daran seht ihr auch, dass ich wirklich immer noch Spaß an dem Spiel habe. Und ihr da draußen natürlich auch. So. Ja, und da die nächsten Wochen anstrengend werden, vor allem Gamescom, ne, die größte Berichterstattung in der Gamescom mit einer der größten auf YouTube, abseits von den Zeitschriften verlegen, die sich natürlich da wirklich was leisten können, unser einer, aber auch immerhin schon mit einem dreiköpfigen Team dieses Mal vor Ort, um den ganzen Prozess halt ein bisschen optimierter zu haben. Und euch schnellstmöglich über die neuesten Sachen auf diesem Kanal zum Simulatorenbereich und auf unseren anderen Kanälen zum Bereich sonstige Spiele informieren zu dürfen. Ja, und jetzt haben wir das Problem. Wie soll ich das denn machen? Aha. Ja, ich kann sagen, wir werden sehr, sehr viele interessante Titel covern dieses Mal. Und da sind auch Neuerungen dabei. Eine Neuerung habt ihr bei mir schon am Freitag gesehen oder wird am Freitag kommen oder ich weiß es nicht, wann dieses Video erscheint. Ich soll das ja nicht immer Weltpremiere oder exklusiv oder irgendwie so, soll ich das ja nicht nennen, obwohl es das nun halt ist, nicht? Finde ich auch ein bisschen komisch. Es gibt Privatsender in der ganzen Sendung so. Und wenn man da, sagen wir mal, daran arbeitet, dass man so eine Sachen macht, gehört das ja vielleicht auch ein bisschen dazu, dass man auf die Inhalte in seinem Kanal stolz ist. Alter, die ganzen Möbel, habt ihr gerade gesehen? So im Augenwinkel habe ich schon gesehen, die Veranda, die, nee, wie heißt denn das? Terrassenmöbel auch, alle in diesem komischen Farbton. So, als nächstes Upgrade wünsche ich mir dann natürlich hier so einen 5-Meter-Pinsel. Einmal Wand anklicken, zack, bumm, fertig. Ja, aber es gehört dazu, ne? Das ist jetzt das erste Haus, was wir machen mit 2 Etagen. Und infolgedessen lernen wir jetzt auch, wie das funktioniert mit 2 Etagen. So. Ja, apropos für Schämen, für Inhalte. Ich wollte vielleicht ein bisschen ausführlich auf einen anderen Fall eingehen, den ich in meinem Kanal schon, in meinem Format schon ein bisschen thematisiert habe, wo es um Hass und Hetze geht. Ihr wisst ja, ich betreue andere YouTuber und plaudere ab und zu mal so ein bisschen aus dem Nähkästen, ohne halt Namen zu nennen. Ja. Und was ich in dem Fall halt sagen will, das ist halt schon krass, was so passieren kann, wenn man sich in Sachen reinsteigert, sag ich mal. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ja, was man sich dann auch zurechtspinnt und dann so Halbwahrheiten verbreitet und wirklich, sagen wir mal, so lange in irgendwas reinsteigert, bis man wirklich versucht, einen anderen Menschen im Internet regelrecht wirklich fertig zu machen. Das finde ich halt eine traurige Entwicklung insofern, dass die Community da ja auch dazu beiträgt, ne? Das anheizt und sagt, ja, du bist der Einzige, der hier real ist und sowas alles halt und natürlich schon dadurch auch ein bisschen eine Mitverantwortung dafür trägt, wenn der YouTube-Star, der vermeintlich sich da was verrennt. Können wir natürlich auch sagen, die Zuschauer sollen ihn auch darauf hinweisen, sagen so, hier, guck mal, Kollege, du tickst da gerade falsch. Das Problem ist, ne, da werden solche Kommentare weggeblockt. Und da steht natürlich so eine Meinungssuppe. Das ist das Gleiche, wie wovon die AfD so profitiert. Ne? Diese Meinungssuppe in der Bubble, wo ich dann immer nur die Inhalte
zu sehen kommen, die eben schon zu meiner Meinung passen, die aber möglicherweise mit Fakten nichts zu tun haben. Das ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Da kann sich auch niemand von frei sprechen. Und es ist auch immer ein bisschen schwierig, YouTube dazu zu bewegen, dagegen auch was zu unternehmen. Aber mittlerweile läuft das ganz gut. Guck mal, da komme ich jetzt auch nicht hin. Und dann fragen mich immer noch wieder Leute, ob ich dann halt... Ich würde gerade sagen, stolz bin, ein YouTuber zu sein. Das klingt so komisch. Ob ich stolz darauf bin, YouTube zu machen. Ja? Eine Plattform, die zu einer Verbreitung von solchen Inhalten auch beiträgt. Wo es mir dann auch schon schwerfällt, mal zu sagen, ja, ich bin YouTuber und unterhalte Menschen. So. Gut, aber da kommen wir ganz schön voran. Muss ich aufpassen, da haben wir gleich ein Zebrahaus. Ne? Da haben wir den Streifen da reingemalt. Das ist auch das erste Haus, wo mir auffällt, dass wir hier wirklich so Blumenkübel oder so haben. Da sollte ich vielleicht nochmal schauen, ob wir... bei den Außeneinrichtungsgegenständen auch neue bekommen haben, denn da gehört das ja, glaube ich, dazu. Wenn ihr übrigens noch mehr sehen wollt von Umbauen, Bauen und so weiter, könnt ihr mal bei Sims 4 vorbeischauen. Sims 4 auf Garderol Deluxe. Für alle Leute, die immer schon mal gesagt haben, spiele mal wieder Sims. Und ebenfalls auf Garderol Deluxe My Time at Portia. Das ist ein Bau-RPG, habe ich es genannt. Also es ist ein RPG, wo man wirklich Quests macht, indem man Dinge baut. Also eine Art Minecraft, wenn du so willst, aber dann mit Aufgaben. Und auch mit Dungeons, ne, wo man dann Bauteile bekommt und so. Es ist schon sehr, 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 sehr cool eigentlich. Könnt ihr mal vorbeischauen. So, finde ich es ganz toll, wenn da Leute schreiben hier, Daumen bekomme ich sicher, so wie auf allen Kanälen, ne? Um diese ganze große Senderfamilie auch hier abzufeiern, die wir hier abliefern. Wichtigste zuletzt, die Front, ne? Also das, wo man reinläuft, man wirklich dann sieht, von der Straße aus auch. Ich hoffe, dass wir da zumindest nicht irgendwie dann so rosa Stellen übrig behalten. Ja, das auch. Ich glaube, es wird ein Mädchenhaus umbenennen können, oder? So, ja, wie wir da hinkommen, das ist mir nur noch ein Rätsel. So ein bisschen den Eindruck, dass die gesamte Umlackierung nicht... Also, dass wir grundsätzlich insgesamt schon mal bessere Ideen hatten. Ja, mal gucken. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich sehe uns aber jetzt nicht die nächsten 500 Folgen hier dieses Spiel spielen, da bin ich auch ganz ehrlich. So, irgendwann ist nämlich auch... sagen wir mal, der Abwechslungsfaktor nicht mehr ganz so hoch. Aber ihr habt euch dafür gewünscht, dass wir sehr viel mehr auf Akzente eingehen. Und ja, ich hasse diese Formulierung genauso wie ihr. Aber... man kann halt mit vielen kleinen liebevollen Details viele kleine liebevolle Sachen machen. Und deswegen sollten wir das nochmal testen. So, kommen wir da irgendwie hoch. Ich sehe schon, da müssen wir uns irgendwie so einen Parcours bauen oder so.
Ich kann das Auto nicht draußen irgendwie hinstellen. Na gut, schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen. Und dann gucken wir mal, wie wir weiter fortfahren, vor allem wie wir da oben hinkommen. Mal schauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.